Woohoo! Dem Blick war weg. Dabei waren es schon drei männliche Personen, die bei ihren Überfällen ohne Einkaufstüte die Polizei bittet die Bürger der Stadt um Mithilfe zur Aufklärung. Sachdienliche Hinweise nimmt jede Polizei die Stelle entgegen. Das war Michael Asif von PNS News. Ich habe gesprochen. Kann ich Ihnen weiter helfen? Geld her! Los, raus, raus aus meinem Geschäft! Verschwindet ihr! Bitte, bitte, bitte! Nicht in Gesicht schlagen! Darling, is that clock, man? Yeah, man! Do become stressed when you...
Hemmschiene helfen? Ja, ich hatte Ärger mit der Gang und ich... Warte mal. Gib mir. Und ich habe meine Ghetto-Blaster in der Stellung gelassen. Moment. Danke schön. Ich glaube, sie haut ihn gestohlen! Gestohlen? Kerle sogar! Mein Name ist Dickmann, Officer Dickmann. Ich bin Polizeibeamter, ich habe alles im Griff! Wie heißt du? Hallo, Shady! Okay, dann leg mal los. Okay. 99 Luftballons auf Ihrem Weg zum Horizont. Danke, danke. Stopp! Du bist ja noch schlechter als Daniel Kuppelberg. Dieter, was meinst du? Also ich find's absolut scheiße. Ich finde das so ziemlich das schlechteste Witz, was ich je gehört habe. Okay, du bist nicht schlecht, du bist grottenschlecht. Ich meine, schlechter kann man nicht mehr sein. Play auf Windbeutel draufhauen, das, was da rauskommt, klingt besser als du. Ich wollte doch Superstar werden! Stop!
not recital. I think it's very vital. To back around, that's right, on top. Hey, took it, took it, took it, here we go. This is PNS Live. Hier noch einmal PNS News mit einer aktuellen Nachricht. Wie wir aus sicherer Quelle erfahren haben, wird soeben Uncle Sam's Diner an der 53. Straße überfallen. Die Polizei ist bereits informiert. Das war Michael Lassif für PNS News. I'm gonna see it. It's gonna be.
and gentlemen, the Beat of the Bronx, Stunt Team, Attila Dina. Bill Sweeney. Scott Ormerod. David McDuff. Thank you, and goodbye.